So, dann darf ich Sie und euch ganz herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue vor 11.601 Zuschauer mit den beiden Cheftrainern Pavel Dotschev und Thomas Wörle. Und das erste Wort hat wie immer der Gast. Herr Dotschev, bitteschön. Dankeschön erstmal, hallo in der Runde. Ja, gut, ich werde mich kurz zusammenfassen. Also das war für mich von uns, ich kann jetzt über unsere Leistung sprechen, war richtig gute Leistung. Ich denke schon, dass wir unser Matchplan, was wir hatten, dass wir das sehr gut umgesetzt haben. Wir haben Zugriff gehabt, wir haben auch sehr gut angelaufen. Erste Halbzeit haben wir ein bisschen Probleme bei eigenem Ballbesitz, dass wir viel zu häufig den Rückpass gespielt haben und dann die Mannschaft von Ulm hat uns hoch angelaufen und dann mussten wir, oder Martin Mähne musste häufig den langen Ball schlagen, was eigentlich nicht unser Ziel war. Wir wollten so ein bisschen spielerisch eher Lösungen finden, haben es nicht geschafft, weil wir, ich sage es nochmal, weil wir zu häufig den Rückpass gespielt haben. Ja, und ich habe auch schon immer gewusst und gesagt, dass die Mannschaft von Ulm, auch wenn das Spiel auf Augenhöhe ist oder wenn das Spiel für sie nicht so gut läuft, sind immer in der Lage, durch Standardsituationen auch ins Spiel zu kommen oder auch Spiele zu gewinnen. Und dann entsteht das erste Tor durch 1-0, scharf geschossene Flanke und zweiter Ball haben wir nicht gut verteidigt und dann auf einmal stehst du 1-0 mit Rückstand, wo eigentlich gar nicht weiß, warum. Und in der Halbzeit natürlich haben wir gesagt, dass wir weiter mutig spielen wollen. Wir wollen auch diese Rückpässe ein bisschen vermeiden, noch ein bisschen mutiger sein, noch mehr Kontrolle herstellen und Gegner laufen lassen und auf unsere Chance warten. Und ich glaube, das ist ja genau das passiert. Wir haben die zweite Halbzeit das Spiel für mich absolut im Griff gehabt und haben wir auch Ausgleichstreffer erzielt, dann noch auch das Führungstreffer und dann kurz mit dem Abpfiff, sage ich mal so, wenn du 95. Minuten durch Einwurf bekommst 2-2, ist gefühlte Niederlage. Definitiv. Also trotz die gute Leistung, die Mannschaft und die Spieler sind jetzt enttäuscht in der Kabine. Aber ich denke schon, dass wir irgendwie so doch stolz auf uns sein müssen, wie wir uns heute präsentiert haben. Und schade, es hat nicht gereicht. Aber wir haben auch mit einer Spitzenmannschaft zu tun gehabt. Und natürlich hätten wir die 3 Punkte, bin absolut der Meinung, haben wir absolut verdient gehabt. Aber es ist so manchmal Fußball und manchmal, wenn du Tabellenführer bist oder ganz oben bist, hast du das Quäntchen-Glück ein bisschen mehr auf deiner Seite. Und heute glaube ich, das ist das einzige Grund oder Punkt oder ausschlagende Punkt, warum wir heute nicht gewonnen haben. Also war es schon ein sehr intensives Spiel, beide Mannschaften sehr engagiert, beide Mannschaften wollten unbedingt gewinnen und am Endeffekt auch nur leider für uns 2-2. Dankeschön. An Ulm und an Thomas wünsche ich vom Herzen alles Gute und sieht schon gut aus und ich denke, das muss ja nur vollenden. Ja. Locker mit links. Vielen Dank. Tom, wie fällt dein Fazit aus? Ja, ich denke auch, das war insgesamt ein sehr intensives Spiel. Ich glaube, beide Mannschaften haben schon mit den Temperaturen hier zu tun gehabt. Ich fand das vor allem zwei, drei Zeit auffällig. Beide Mannschaften nicht mehr ganz so voll im Saft. Gab dann doch einige, ich sag mal, ja, Fehler, Ballverluste. Insgesamt finde ich, dass Aue natürlich zu Beginn echt gut drin war, mit Ball wie gegen den Ball. Da haben wir ein bisschen Zeit gebraucht, um uns, sag mal, ins Spiel zu bringen. Haben dann allerdings, das darf ich nicht vergessen, natürlich eine riesen Doppelchance, ja, in der ersten Halbzeit nach dem Ballgewinn, wo wir uns auch ein bisschen was ausgerechnet haben. Ich glaube, da müssen wir unbedingt das Tor machen. Haben dann eben das Tor gemacht nach der Standardsituation und wir haben eigentlich dann auch nach der Halbzeitpause ein Riesenbrett, nochmal eine Konterchance und eigentlich muss da das Spiel zu Ende sein. Also im besten Fall kannst du da das Spiel komplett killen. Das haben wir leider nicht geschafft, weil wir da heute auch nicht so effizient waren, weil wir auch natürlich auch mit Ball so ein bisschen Themen hatten, haben heute nicht unser gewohntes Spiel aufziehen können, nur in kleinen Phasen. Und das muss man anerkennen, weil der Gegner es sowohl gegen den Ball als auch mit Ball einfach echt gut gemacht hat. Und speziell dann, nachdem wir die Konterchance dann nicht genutzt haben in der zweiten Halbzeit, kam der Gegner immer mehr auf. Da war es dann schon wirklich ja, so, dass wir uns auch schwer getan haben, auch Räume zu schließen, dann in unserer gewohnten Manier diszipliniert und hellwach auch zu verteidigen. Aber ja, auch das erste Gegentor, muss man sagen, war einfach auch sehr gut gespielt, über mehrere Stationen nach einer Spielverlagerung. Auch das zweite Tor dann, wo sie, glaube ich, den Ball erobern und dann eben durchstecken.
sind wir normal sind ein Ticken wachsamer, aber nochmal, das ist eine Qualität, einer der spielstärksten Mannschaften in der Liga, das habe ich vor dem Spiel schon gesagt. Für uns war es wichtig, dass wir nicht höher in Rückstand geraten, weil es gab ja noch eine Riesenchance von Stefania, glaube ich, und nochmal einen Ball an die Latte, ich glaube Kopfball, hinten raus war uns natürlich toll, dass wir da nochmal eine Antwort parat hatten und das 2-2 machen, kurz vor dem Abpfiff. Ich denke, nicht unverdient in meinen Augen, weil wenn man nur die Chancen sieht, dann glaube ich, war das relativ nah beieinander. Insgesamt fand ich aber, dass Aue mehr vom Spiel hatte über weitere Strecken des Spiels. Von daher, wir nehmen den Punkt gern mit gegen eine starke Mannschaft und können damit leben. Pavel, ich wünsche dir natürlich auch und deiner Mannschaft weiterhin alles Gute. Dankeschön, Tom. Danke, Tom. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Ja, eine Frage an Thomas Würle. Sie haben die nicht hellwach verteidigende Mannschaft angesprochen. Darin schließt sich auch die Abwehr ein. Haben Sie da auf die richtige Aufstellung gesetzt, würden Sie das im Nachhinein sagen? Und warum war das einfach so, dass Sie nicht hellwach verteidigt haben? Ja, erstmal muss man natürlich schon festhalten, dass wir die erste Halbzeit fast gar nichts vor unserem Tor zugelassen haben. Da hat die Mannschaft sehr gut verteidigt. Also ich sehe fast gar nichts Gefährliches gesehen, musste auch erstmal schaffen gegen so eine spielstarke Mannschaft und ich glaube fest daran, dass wir heute ein bisschen das Problem hatten ja, mit den Temperaturen und natürlich waren wir nicht im Pflichtspielmodus drin. Ja, wir haben jetzt natürlich anders als der Gegner, der ein Pokalspiel hatte, vielleicht nochmal was anderes, wir haben ein internes Testspiel gemacht, haben uns ein bisschen vielleicht angemerkt und nochmal, man kann vieles wegverteidigen, aber wenn ein Gegner natürlich dann auch mit so viel Qualität auch in der Offensive dann spielt, ja, mit auch mit dieser Qualität dann auch richtigen Räume zu erkennen und dann auch zu bespielen, dann ist es schon schwer. Und klar, insgesamt fand ich trotzdem, dass wir mit unheimlich viel Wille auch agiert haben. Das heißt, das Spiel war sehr intensiv geführt von beiden Mannschaften und allein die Tatsache, dass wir dann hinten raus, nachdem wir dann den 1-2 Gegentreffer kriegen, einfach nochmal da sind und nochmal an uns glauben und nochmal alles versuchen mit dem Publikum gemeinsam, zeigt, dass die Moral total gestimmt hat. Und wir wissen auch, wo wir herkommen. Von daher ist es nichts Ungewöhnliches, dass wir gegen eine der stärksten Mannschaften der Liga dann vielleicht mal nur einen Punkt mitnehmen können. Und da freuen wir uns aber sehr darüber. Weitere Fragen scheint es nicht zu geben. Dann sagen wir vielen Dank fürs Kommen, wünschen unseren Gästen einen guten Heimweg ins Erzgebirge und allen schöne Ostern. Vielen Dank.